Showtime am 6. Spieltag. Hier ist die große Bundesliga-Konferenz. Hier ist Liga Live, das sind die Zwischenstände. Leverkusen führt gegen Mainz mit 1:0 nach dem Wirtstreffer. Leipzig mit 4:0 gegen Hertha BSC. Hoffenheim-Wolfsburg steht 1:1. Union Berlin-Bielefeld 0:0. Und Frankfurt gegen den 1. FC Köln 1:1. WDR 2. Liga Live. Die Bundesliga-Konferenz. Da gehen wir zum frischesten Tor am Anfang. Leverkusen gegen Mainz, unsere erste Station in dieser Konferenz. Unser Reporter ist Marc Eschweiler. Der Zirkus ist in der Stadt. Der Flo-Zirkus. Bühne frei für Florian Wirtz. Der Jüngste in der Bundesliga mit 10 Toren. Er hat Lukas Podolski abgelöst, denn Florian Wirtz traf eben vor 3 Minuten zum 1:0 für Bayer Leverkusen. Der 18-jährige Jungnationalspieler in überragender Form in der ersten Halbzeit, hier und da auch mal mit einem Ballverlust. Aber dann 62. Minute, er kriegt den Ball 14 Meter halb rechts vorm Tor, guckt einmal hoch und schießt ihn ins lange Eck. 1:0 für Bayer Leverkusen. Zaubert in Hoffenheim, Julia Metzner. Oh, wenn hier mal jemand zaubern würde bei der Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg, dann würde ich jubilieren. Aber hier zaubert gerade gar keiner. Beide neutralisieren sich, finden keinem wirklichen Mittel gegeneinander. Das Spannendste war gerade noch, als sich Köln eingeschaltet hat und die Frage klärte, gibt es für Wolfsburg einen Elfmeter nach einem Handspiel oder nicht? Den gab es nicht. Deswegen steht es hier weiter 1:1. Und 1:1 steht es auch immer noch bei Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln, Dirk Schmidt. Ja, und das deshalb nach dem Treffer von Skirin, der 14. Minute in der ersten Hälfte, und Perret in der 6. Minute der Nachspielzeit. 8 Minuten wurden insgesamt in der ersten Hälfte obendrauf gesetzt, weil gerade eben ein Treffer durch den Videoassistenten Benjamin Brandt, der in Köln sitzt, revidiert wurde. Da wurde also eingegriffen ins Spiel, aber völlig zu Recht, denn Duda hatte geschossen. Kevin Trapp ließ den Ball abprallen vor die Füße von Medrest, und der stand im Abseits, als er dann schön auf die rechte Seite spielte, und er brauchte keins nur noch vollstrecken. Da hatten also die Frankfurt ein bisschen Glück, aber es war eben auch abseits, und deshalb wurde diesem Treffer die Anerkennung versagt. Also nach wie vor 1:1, und bei Union Berlin, bei Lars Becker, da sind noch gar keine Tore gefallen, glaube ich. Nee, der 1. FC Union tut sich enorm schwer. Keine gute zweite Halbzeit bislang. Bielefeld die bessere Mannschaft. Los mit dem Schuss. Aber zu weit links versetzt, zu spitz der Winkel ans Außennetz. Die Bielefelder machen das gut, hatten 2 gute Gelegenheiten in den letzten Minuten. Jeweils Schussgelegenheiten. Einmal war es Hack, der Lute prüft den Union-Keeper. Und der durfte keinen Zentimeter kleiner sein als diese 1,97. Sonst hätte er die Kugel nicht gehalten. Und vorher der gerade schon genannte Klos mit einer Schusschance von rechts versetzt. Auch Lute da erfolgt. Union kriegt diese Partie im zweiten Durchgang nicht in den Griff, ist eine zerfahrene Begegnung. Bielefeld absolut auf Augenhöhe, aber es fehlen einfach die Tore. Ganz anders als in Leipzig bei Thomas Kunze. Hertha BSC kann Aufsteiger schlagen, aber mehr geht nicht. Das muss man wirklich so formulieren, Lars, und es könnte jetzt das 5. Tor fallen. Aussichtsreiche Freistoßposition. Der eingewechselte André Silva aus Leipziger Sicht gefoult. Bei 17 Metern und 56 Torentfernung. Zentrale Position. Kunku ist der, der es mit rechts machen kann gegen die 5-Mann-Mauer der Berliner. Oder Angelinho, der kleine Engel, der zum Teufel werden kann, wenn er diese Standards hat. Das sind wären jeweils 2,5 Meter Anlauf für die beiden. Stegemann korrigiert nochmal die Mauer. Darf ja kein Leipziger drinstehen. Sieht mir nach Kunku aus. Schwolo bleibt auf der Linie. Freistoß ist jetzt freigegeben. Christopher Kunku visiert das obere Eck. Christopher Kunku, Traumtor! Es passiert immer irgendwas, und dieses Irgendwas ist immer gut, ist immer erfolgreich. Christopher Kunku schnürt den Doppelpack. Traumfreistoß aus 18 Metern. Rein in den rechten Winkel, über die Mauer, ohne Rotation. Keine Chance für Schwolo, keine Chance für Hertha. 5:0, Marc in Leverkusen, bitte. Hier haben wir mal schlanke 4 Tore weniger. 1:0 die Führung für Bayer Leverkusen, aber die ist hochverdient in der zweiten Halbzeit. 70. Minute läuft. Mainz findet so gut wie gar nicht mehr statt. Es spielt nur noch Bayer Leverkusen, wie im Rausch in der zweiten Halbzeit, nachdem die erste Halbzeit sehr ausgeglichen verlief, mit auch 2 großen Möglichkeiten für die Mainzer. Gleich zu Beginn des Spiels ausgerechnet der Ex-Leverkusener Chor im 5-Meter-Raum mit einem Volleyschuss, aber ein klasse Reflex von Radetzky. Kurz danach Ecke für Mainz, Kopfball Bell. Wieder Radetzky. Achtung, die Mainzer im Strafraum mit dem Flankenversuch, wird aber abgeblockt. Gibt Ecke für die Mainzer.
wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, und ganz viele in Mainz rücken nach für diese Standardsituation. Also bei dem Kopfball von Bell auch Radetzky zur Stelle. Ansonsten auch ein Abseitstor von Schick für die Leverkusener. Also es war schon einiges drin in der ersten Halbzeit, aber noch nicht so das Spektakel wie zuletzt im Heimspiel gegen Dortmund hier beim 3:4 in Leverkusen. Aber in der zweiten Halbzeit, da haben die Leverkusener die Räume gekriegt, die Räume gerissen, die Löcher gerissen, um Tempo aufzunehmen. Und dann kam ja eben der 18-jährige Florian Wirtz mit seinem großen Auftritt. Jetzt der Eckball für die Mainzer, kommt halb hoch an den 5-Meter-Raum, fliegt gefährlich durch. Nachschussmöglichkeit vielleicht aber ein Leverkusener, kann den Ball da wegkratzen, raushauen, weit ins Seitenaus. Also 71 Minuten sind hier rum, 1:0 die Führung. Und Leverkusen auf Platz 3, einen Punkt dran an Wolfsburg, Julia. Ja, auch eine Riesenmöglichkeit gerade für Wolfsburg, durch Weghorst in Führung zu gehen. Immer noch steht ja das 1:1. Flanke kam von der linken Seite vom 1:0 Torschützen Riedle Baku. Die war so scharf geschossen, dass Wout Weghorst in der Mitte 5 Meter frei vom Tor, glaube ich, total überrascht war. Hat zwar das Bein noch gestreckt, aber Ball war schon weg. Also weiter dieses 1:1. Und was macht Sebastian Hoeneß? Wie hat er so schön gesagt? Wir wollen da nicht stehen, wo wir stehen, nämlich in der zweiten Tabellenhälfte. Er hat Torgefahr gerade eingewechselt mit Jorginho Rüter und Jakob Brünn-Larsen. 3 Tore haben die beiden zusammen schon erzielt in dieser Saison. Sie schleichen am Strafraum der Wolfsburger herum. Ball ist aber im Tor aus. Also ich bin gespannt. Es geht jetzt immer so ein bisschen ruckartig. Passiert minutenlang nichts und dann überfallartig beide Mannschaften. Hab's gesagt, Weghorst hatte die Riesenmöglichkeit. Bleibt aber zwischendurch erstmal noch beim 1:1. Wie viele Überfälle erlebst du denn in Frankfurt, Dirk? Also, ich sag mal so, das Spiel ist im Moment ein bisschen verflacht, wie man so schön sagt. Es passiert relativ wenig auf beiden Seiten, auch wenn jetzt die Frankfurter mit einem Einwurf versuchen, da einen schnellen Angriff einzuleiten, gelingt aber nicht. Zunächst einmal wieder abgepfiffen vom Schiedsrichter. Ich kann das ganz ruhig auch erzählen, weil wirklich im Grunde genommen beide im Moment so ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen, habe ich zumindest den Eindruck. Und es riecht hier im Stadion deshalb ein bisschen nach Gummi. Vielleicht jetzt mal die Kölner über die zentrale Position gespielt, hinaus auf die rechte Seite. Jetzt müssen sie mal ein bisschen Druck machen, müssen das Spiel ein bisschen breit machen. Das tun sie aber nicht. Sie spielen zurück in die Mitte und das auch noch sehr ungenau. Und deshalb können die Frankfurter dazwischen gehen mit Kamada. Der hat jetzt viel Platz, müsste den Ball auf die rechte Seite spielen, wird aber wieder vom Ball getrennt. Und dann können die Frankfurter sich den Ball aber wiederholen. Immer noch Kamada, zentrale Position, hinausgespielt auf die linke Seite. Dort ist Kostic am Ball, dann wird es immer gefährlich. In die Mitte, Schuss und abgewehrt. Und noch einmal, Kostic von der Linksaußenposition mit dem linken Fuß hinein, gelupft und dann geklärt. Geklärt vom FC, geklärt von Jorge Meret und es gibt Eckstoß von der rechten Seite und ein Tor in Hoffenheim. Wir zuhören, dann ist es hier laut und es sind zwar nur 8.500 Zuschauer, aber die feiern ihre Mannschaft, die feiern das 2:1, denn das ist gerade gefallen nach einer tollen Aktion über die rechte Seite. Pavel Kader-Zabek und Christoph Baumgartner, der Österreicher in der Mitte mit der Führung für die Gastgeber und jetzt erleben wir noch mehr Steine, die hier von den Herzen fallen und einen Trainer Sebastian Hoeneß, der inzwischen auf dem Spielfeld ist und seine Spieler einzeln herzt. Naja, wir haben ja noch ein bisschen zu gehen. Mal gucken, ob wir dieses Bild nach Abpfiff auch noch erleben. Ich gebe weiter zu Lars Becker, Union Berlin gegen Bielefeld, wo niemanden herzt, glaube ich. Ja, Tor in Berlin, das würde ich auch gerne mal rufen, aber es gibt überhaupt keine Gelegenheit dafür. Gab noch eine Chance für Bielefeld. Hack kam ein bisschen zu spät und endlich mal wieder ein Kopfball für den ersten FC Union. Die erste kleine Gelegenheit. Trimmel war es nach einer guten Flanke, aber zentral auf Stefan Ortega. Überhaupt der Bielefelder Keeper, der ja einer der Besten der Bundesliga ist, musste noch gar nicht viel machen. 2 Bälle direkt auf den Körper, eine Chance in der ersten Halbzeit mit einem Kopfball vorbei. Ansonsten überhaupt nicht gefordert und das sagt etwas aus über die Harmlosigkeit der Unioner und der Trainer, der hat jetzt das gemacht, was er immer macht in der zweiten Halbzeit, ordentlich gewechselt. 2 Stürmer runtergenommen, 2 gebracht. Vogelsammer, der Ex-Bielefelder, enorm motiviert war er, hat enorm gekämpft, gearbeitet, aber effektiv war das alles nicht. Und effektiv ist auch nicht, was die Bielefelder jetzt gerade in der Hälfte des ersten FC Union machen gemacht haben. Abseitssituation, gibt Freistoß für den ersten FC Union aus der eigenen Hälfte. Auch diese zweite Halbzeit von vielen Wechseln unterbrochen immer wieder. Dementsprechend kein Fluss drin, keine gute Partie. Mal gucken, ob hier einer noch den Lucky Punch setzt. Sind ja noch 18 Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. Bislang aber, und das war wie gesagt im letzten Spiel gegen Augsburg auch schon der Fall, keine Tore. 0-0 an der alten Försterei. Thomas Kunze dagegen hat wahrscheinlich ein Strahlen im Gesicht.
Ach, ich betrachte das ja sehr neutral. Ich habe jetzt gerade mal mir die Statistik angeschaut, um der Hertha zumindest mal noch eine Teilnehmerurkunde ausstellen zu können. Aber auch das wird tatsächlich schwer. Torschüsse, Laufleistung, Zweikämpfe, Ballbesitz. RB Leipzig ist sowas von deutlich besser. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, es ist tatsächlich ein Klassenunterschied. Der beste Mann und den größten Unterschied hat Christoph Nkunku gemacht. Der durfte gerade runtergehen und die 22.000 sind aufgestanden und haben den 23-jährigen Franzosen nett und lieb und warmig wohl verabschiedet mit einem ganz lauten und weichen Applaus. Christoph Nkunku runter. Benjamin Henrichs, der Nationalspieler, darf endlich seine ersten Saisonminuten schnuppern. War ganz nah dran immer an der Startformation, hat ein bisschen gebraucht nach seinem nicht so sehr erfolgreichen Olympia-Auftritt mit der deutschen U21 in Tokio. Aber er übernimmt jetzt mal eine Mittelfeldposition. Das ist ja so ein bisschen sein Problem. Er kann halt alles spielen und ist deswegen nicht immer gefragt. Jetzt mal Jastrzemski für die Hertha im Strafraum. Was ist denn da los? Der Hertha kommt mit dem Flachpass in die Mitte in Richtung des 5-Meter-Raums vom linken Flügel. Aber die Leipziger haben eben auch noch im Kasten ihren Kapitän. Und Peter Gulaschi will eben auch ein bisschen mitspielen. Bleibt beim 5:0 Mark in Leverkusen. 1:0 hier, 76 Minuten rum, eben fast das 2:0. Und wenn wir von Standing Ovations für Christopher Nkunku hören, dann gibt es die hier mit Sicherheit, wenn es so bleibt, nachher auch für Florian Wirtz, für den 18-Jährigen. Also den spielen zu sehen hier in dieser zweiten Halbzeit, das ist eine Augenweide. Das macht mega Spaß. Ja, bitte. 6:0, halbe Dutzend voll. Amadou Haidara lässt den Ball leicht über die Innenseite abtropfen, rein ins linke Eck, vorbereitet vom eingewechselten Niederländer von Brian Brobby, der seinen bulligen, er ist ja eher so der Typ Mike Tyson, seinen bulligen Körper super durchsetzt gegen Seefuig, den Ball abschirmt, zurücklegt. Es steht 6:0. Klar, dass das hier entschieden ist, Marc. Ja, das glaube ich mal schwer. 77. Minute hier, kurz die Geschichte von Florian Wirtz zu Ende. Das ist wunderbar, was der schon kann mit seinen 18 Jahren. Dieses Tempo, diese Ballmitnahme. Eben gab es einen Pass in den Mittelkreis. Und im Laufen tunnelt sich Wirtz quasi selbst, nimmt den Ball in der gleichen Bewegung mit und passt ihn genau in die Schnittstelle auf Schick. Der macht fast das 2:0. Aber auch wenn man sich das Tor von Florian Wirtz anguckt, der weiß genau in dieser Situation, was er da macht. Ganz abgezockt, schießt den Ball durch zwei Mainzer hindurch, tunnelt dabei auch noch Lukoki und trifft ins lange Eck. Also ich empfehle da wirklich gleich ab 18 Uhr die ARD Sportschau zurücklehnen und den Youngster einfach mal beim Kicken zugucken. Macht richtig Spaß. 78. Minute rum, Leverkusen mit Einwurf in der eigenen Hälfte. Mainz wird etwas mutiger, klar, die müssen natürlich jetzt öffnen, aber das gibt immer wieder Räume zum Kontern für die Werkself. Vielleicht jetzt mal aus der eigenen Hälfte, aber Jonathan Tah spielt den Ball erstmal zurück zum eigenen Torhüter, zu Lukas Radetzky. Die Führung für Hoffenheim bedeutet Leverkusen in der Blitztabelle vorbei an Wolfsburg auf Platz 2, Julia. Das wird Sebastian Hoeneß relativ egal sein. Der sieht jetzt sowas von selbstbewusst auf einmal aus. Unter der Woche natürlich noch scharf in der Kritik, aber seine Mannschaft ist hier zurückgekommen nach diesem 0:1. Und jetzt gab es auch eine Reaktion von Marc van Bommel. Der hat zwei Offensivkräfte ausgetauscht. Mecher und Waldschmidt sind ins Spiel gekommen, raus Philipp und Bakun. Jetzt gibt es einen Freistoßlupfer von Maxi Arnold rein in den Strafraum. Da ist dann Brooks, der großgewachsene Innenverteidiger an der Strafraumgrenze, köpft aber viel zu wenig Wucht dahinter, erobert den Ball noch einmal. Dann kommt die nächste Flanke reingeschlagen von Rossillon in den Strafraum. Aber jetzt sind sie präsent, die Hoffenheimer. Und jetzt haben sie Platz zum Kontern über den eingewechselten Brün Larsen. Aber der kommt einen Schritt zu spät und Rossillon ist schon wieder hinten. Also Situation entschärft. Das wird eine spannende Schlussphase. 79 Minuten. Minuten sind rum und Hoffenheim führt mit 2:1 und mega spannend ist es ja auch noch beim Unentschieden an der alten Försterei, Lars. Hier steht Frankfurt habe ich vergessen, sorry, Dirk. Ja, das ist auch spannend. Es steht 1:1. Was fehlt in dieser zweiten Hälfte, sind die Abschlüsse. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Vertragsabschlüssen. Die haben wir in der Bundesliga genug. Es fehlt ganz einfach vor dem Tor, dass irgendwann mal irgendeiner sich ein Herz nimmt und das Ding zu Ende spielt, den Angriff. Und deshalb steht es auch noch 1:1, weil es eben einfach nicht dazu kommt, dass hier wirklich die Torhüter ins Zentrum des Geschehens rücken. Vielleicht jetzt mal die Kölner nach vorne gespielt, aber auch jetzt der Ball zu weit, als dass ihn Modest hätte erreichen können. Und dann hat ihn Trapp und spielt ihn hinaus auf die rechte Seite. Und er ruft Hoffenheim nochmal. Julia, was ruft los? Elfmeter. Ja, das war eine glasklare Sache. Gerade eingewechselt Kevin Akpoguma mit großen Schritten in Richtung Strafraum der Wolfsburger unterwegs. Dann geht er in den Strafraum rein, dachte ich. Pustekuchen, gibt nur einen Freistoß, denn das ist ein Meter außerhalb des Strafraums. Aber er wurde
sowas von angegangen, dass der Pfiff sofort kam. Jérôme Roussillon dazwischen gegangen, der Linksverteidiger der Wolfsburger. Und wenn ich jetzt schon mal dazwischen gehe, dann bleibe ich jetzt mal dran. Denn die Torentfernung ist, wenn es so knapp aus dem Strafraum raum ist, natürlich auch eine gute. Das sind also 17 Meter, ein Meter von der Strafraumgrenze entfernt. Fast zentrale Position. Und da ist natürlich die Wolfsburger Mauer. Wie üblich kennen wir ja von den Wolfsburger mit einem, der sich dahinter legt. Das ist auch Roussillon, der eben gefoult hat. Jetzt muss er aber wieder aufstehen. Nee, das dauert mir hier zu lange. Wer möchte? Ich habe dich unterbrochen. Eintracht gegen Köln, Dirk. Ja, ich muss sagen, es ist jetzt nichts absolut Zwingendes hier. Es ist schönes Wetter. Und wenn ich mir vorstelle, den Lars Becker in der Alten Försterei, diesem wunderschönen Stadion, wenn das Wetter dort genauso schön ist, dann hat er doch trotz allem einen wunderbaren Nachmittag, oder? Ja, mit leichter Einschränkung, so ein Türchen hätte ich schon ganz gerne. Steht weiter 0:0, jetzt auch Bielefelds Trainer Frank Kramer mit drei Wechseln. Aber Julia, du überbrichst andauernd. Komm, so, zurück zu dir. Jetzt habe ich mich aber mal so ordentlich verzockt. Die Hoffenheimer mit ihrem Freistoß. Hat lange gedauert, weil die Mauer doppelt gerichtet wurde. Dann ging der Schuss an den Pfosten und vom Pfosten zu Pavel Kadaržábek, der Tscheche, der ganz hinten links stand und dort diesen Abpraller nutzte. Rein zum 3:1 für Hoffenheim und damit die Verzockerin des Tages zurück nach Berlin. Ja, hier sind 78,5 Minuten gespielt und irgendwie hat Bielefeld dem ersten FC Union so ziemlich den Zahn gezogen. Nach den beiden guten Chancen in der ersten Halbzeit ist nicht mehr viel zustande gekommen. Jetzt kommen sie über den schnellen, eingewechselten Geraldo Becker. Vorbei am Bielefelder Innenspieler. Könnte schießen oder flanken. Was macht er? Legt sich den Ball zu weit vor und ärgert sich jetzt. Was für eine Gelegenheit für den ersten FC Union. Endlich mal bei Ballgewinn, bei Balleroberung in der Hälfte der Bielefelder schnell nach vorne zu kommen. Und dann dieser Stockfehler von Geraldo Becker, der so lange verletzt war. Jetzt schlägt er die Hände vors Gesicht, ärgert sich, gibt immerhin einen Eckball für die Mannschaft von Urs Fischer, der jetzt die nächsten Wechsel vornimmt. Das macht er immer. Er wechselt immer fünfmal und das Ganze im Laufe der zweiten Halbzeit. Diesmal war er im ersten Durchgang schon gezwungen nach der Verletzung von Baumgartel. Jeckel mit in der Partie, der war auch versucht, sich vorne einzuschalten. Jetzt warten wir noch auf die Ecke, die kommt von der linken Seite, Kopfballgelegenheit. Nein! Bielefeld kann klären, bleiben schon wieder zwei liegen, gibt schon wieder eine Unterbrechung. Thomas Kunze, mach du weiter. Ja, mache ich sehr gerne. Hier sind noch 8 Minuten zu spielen. Die Hertha heute in Leipzig gewogen und für deutlich zu leicht befunden. Daran wird auch die aktuell stattfindende Einwechslung von Stürmer Krzysztof Piontek nichts mehr ändern. Das steht mal fest. Keine Entlastung, keine Chance. Leipzig hat immer noch nicht genug, spielt auf das 7. Tor. Gerade mal so eine leichte Annäherung wieder über den linken Flügel, über Dennis Jastrzemski. Aber das hat wieder nicht funktioniert. Und einem wollen sie, die Leipziger, hier noch einen auflegen, nämlich André Silva. Der macht sich jetzt auf den Weg in Richtung der linken Eckfahne. Verfolgt von Sefulk, kann dann ablegen, könnte ablegen. Setzt sich aber durch, ist drin im 16er. Das ist Silva, der wird jetzt aber auch alleine richten. Und dann verzettelt er sich da so ein bisschen und landet dann am Ende an der linken Ecke des 5-Meter-Raums. Aber da hatte einer einen zeitlichen Vorsprung und das war der Keeper, der Berliner Alexander Schwolo. Hier ist das Ding definitiv durch, in Leverkusen noch nicht, Marc. Nee, 7 Minuten und Mainz wird mutiger. Mainz hat dreimal gewechselt, offensiv, unter anderem der Koreaner Lee dabei, ein wuseliger, quirliger Mann, der den Ball halten soll, der auch mal Tempo aufnehmen soll. Einwurf jetzt weit rein in den Leverkusener Strafraum auf Johnny Burkhardt, der U21-Europameister. Kommt aber nicht ran, weil Jonathan Tah mit seiner ganzen Erfahrung, die er schon hat, obwohl er erst 25 ist, da wunderbar abschirmt, den Weg zumacht, Körper zwischen Ball und Gegner bringt. Und die Kugel dann über die Torauslinie rollt und deswegen gibt es Abstoß. Und der Mann des Spiels bislang zumindest, wenn es so bleibt, Florian Wirtz, ausgewechselt worden eben. Und natürlich gab es lautstarken Jubel von den 17.000 Leverkusen-Fans hier im Stadion. Für ihn jetzt Paulinho im Spiel. Wirtz hatte eben nochmal die Chance zum 2-0. Ein Angriff, den er selber einleitet von der Mittellinie mit Tempo. Zieht da nach vorne durch, spielt auf die Außenposition auf Frimpong. Der überläuft einen Gegenspieler, legt dann zurück auf Wirtz, der nimmt den Ball Volley und schießt ihn aber übers Tor. Jetzt gibt es ein bisschen lautstarke Beschwerde der Leverkusener Fans, weil die gegen Amiri auch eingewechselt ein Foul gesehen haben wollen. Aber Schiedsrichter Bastian Dankert, souveräner Leiter, sagt, weiterspielen und weitergeben an Hoffenheim gegen Wolfsburg, Julia Metzner. Ja, wo es weiter 3:1 für die TSG steht und wer hätte das gedacht, dass der ehemalige Tabellenzweite Stand jetzt 85. Minute in Hoffenheim
in Hoffenheim tatsächlich am Ende so klar verlieren könnte. Jetzt wird natürlich noch mal wild ausgewechselt. Vor allem haben die Wolfsburger jetzt hinten auf eine Dreierkette umgestellt. Heißt also mehr Dampf über die Außen. Aber auf diesen Dampf warten wir noch. Ball ist in den eigenen Abwehrreihen, kommt jetzt auf Brooks. Brooks in der Hälfte der Hoffenheimer. Brooks mit der Flanke in die Mitte, mit dem Auge für Bechhorst. Bechhorst 20 Meter vorm Tor, lässt den Ball prallen. Ball landet dort drüben bei Mecher. Mecher mit dem Kopfball zurück. Das ist viel zu umständlich und vor allem ist Hoffenheim da. Hoffenheim führt mit 3:1 und hat hier scheinbar alles im Griff. Frankfurt gegen Köln, da ist noch gar niemand, der irgendwas im Griff hat. Der Schiedsrichter, doch, der hatte gerade eben die gelbe Karte im Griff und hat sie dem Martin Hinteregger unter seine Nase gehalten, nachdem der zuvor Duda ganz schön umgesetzt hatte. Fast in Höhe der Mittellinie, also da hätte er nicht ganz so dolle einsteigen müssen. Und es gibt jetzt aber einen Einwurf für den ersten FC Köln bereits in der Hälfte der Frankfurter Eintracht auf der linken Seite. Hector hat den Ball in den Händen, wirft ihn zunächst einmal zurück und jetzt schaut Tschichos, was er damit machen soll, spielt zurück zu seinem Torhüter, zu Horn, und der versucht jetzt sicher die Seiten hinaus auf die rechte Seite zu wechseln. Macht er auch, richtig. Und jetzt schauen wir mal, ob die Kölner nochmal einen schnellen Angriff hinkriegen, denn das ist ein bisschen Mangelware in dieser zweiten Hälfte. Nee, sie bleiben gleich hängen an Hinteregger und es gibt Einwurf bereits in der Hälfte der Frankfurter Eintracht, aber vielleicht so 10 Meter auf der rechten Außenbahn erst in der Frankfurter Hälfte und zurückgelegt in die zentrale Abwehrposition beim ersten FC Köln. Und das ist jetzt so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Sie schauen so ein bisschen, aber dann geht es sofort wieder zurück beim ersten FC Köln. Da ist nicht mehr dieser Zug zum Tor des Gegners vorhanden. Und deshalb logische Konsequenz eben 9 Minuten vor dem Ende, dass da zweimal immer noch, wie bei der Pause, das 1, die große 1 steht. Und damit das Ergebnis von 1:1. Unentschieden steht es ja auch in Berlin, Lars Becker. Ja, aber da steht auf der Anzeigetafel zweimal eine ganz, ganz große Null. Und ich befürchte, dass sich daran auch nicht mehr so viel ändern wird. Max Kruse, vielleicht hat der ja noch einen Geistesblitz. Hat immer mal wieder das ein oder andere Füßchen dazwischen, wenn es um Flanken geht, um Steckpässe. Aber so richtig vorangebracht hat er seine Mannschaft immer noch nicht. Keine Tore. Jetzt Geraldo Becker lässt klatschen auf Henki Garagucci. 16 Meter, endlich mal gut gemacht, direkt genommen. Aber drüber der Ball. 10 neue in der Partie. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wer da alles so ein- und ausgewechselt wurde von beiden Trainern. Und Arminia Bielefeld steht im 6. Saisonspiel, wenn es dabei bleibt, vorm 5. Unentschieden. Ein Sieg war allerdings auch noch nicht dabei, aber immerhin wäre es der 5. Punkt. Und der 1. FC Union hat ja auch lange nicht gewonnen. Wenig gewonnen in dieser Saison hat bislang Leipzig, aber das ändert sich, Stand heute, Thomas Kunze. Ja, und zwar fulminant. 6 Buden hat die Hertha gefangen, 18 Gegentore an 6 Spieltagen. Das wird schwer für die Hertha, bin ich mir ziemlich sicher, im Saisonverlauf, wenn Palko Dardai da nicht irgendwann das Stoppschild aufstellt. Ich habe es aber vorhin schon mal erwähnt, es gibt eben fundamentale personelle Sorgen mit Boyata beispielsweise. Der fehlt, der Kapitän und Innenverteidiger. Wir machen das hier ganz kurz. Ich melde mich, wenn es vorbei ist. 88 Minuten rum, Leipzig 6, Hertha 0. Aber Leverkusen gegen Mainz, Marc, da tut sich doch sicherlich noch was in der Schlussphase. Ja, wenn dann vielleicht für Leverkusen das entscheidende 2:0. Mainz versucht es, aber Mainz kommt eben nicht entscheidend rein in den Leverkusener Strafraum. Diese junge Abwehrkette da hinten, 21, 20 und 20, 3 von den Vieren. Junge Kerls, aber die machen das schon ziemlich abgezockt über die meiste Zeit dieser Spielzeit. Morgen wird gewählt und zum Glück will keine Partei ein Tempolimit im Bundesliga-Stadion einführen. Das wäre schade für solche Mannschaften, nämlich wie für Bayer Leverkusen, die so viel Tempo haben auf den Außenpositionen, die auch bei diesem Tempo richtig gut kicken können. Viele Direktpässe, One-Touch-Football, auch bei hohem Tempo. Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken. Aber jetzt Achtung, Mainz im Strafraum, Flanke in die Mitte, Kopfball! Und was für eine Parade von Lukas Radetzky! Das ist doch eigentlich ein sicheres Tor, dieser Kopfball aus der Mitte, kurze Entfernung, und der Radetzky fliegt! Es war Ingwertsen, der Eingewechselte, und mit einer Hand kratzt der Radetzky die Kugel aus dem Winkel. Klasse Szene von beiden, muss man sagen. Pech für den Mainzer Stürmer. Riesenparade hier. Also vielleicht ja doch noch eine enge Kiste in der letzten Minute regulär plus Nachspielzeit. Alles gelaufen in Hoffenheim, Julia Metzner. Scheint alles gelaufen. Die Hoffenheimer mit 3:1 vorne und Hoffenheim schon wieder im Strafraum. Hoffenheim mit Bogado, Hoffenheim mit Kramaric, aber aufgepasst vom Rekordmann von Maxi Arnold in seinem 257. Spiel für Wolfsburg. So viel hat kein anderer Feldspieler vor diesem Spiel für Wolfsburg bestritten. Und er rettet hinten, hilft aus in der Abwehr
Also langsam gehen aber die Schultern der Wolfsburger Richtung Grasnarbe. Damit hatten sie sicherlich nicht gerechnet. Aber Marc van Bommel hatte es vor der Partie gesagt, die Hoffenheimer sind besser als die Punkte, die sie bislang geholt haben. Hoffenheim hat ihm recht gegeben. Hoffenheim führt mit 3:1. Deutlich spannender ist es noch in Frankfurt, wo die Eintracht zwar weiter ungeschlagen bleiben wird zu Hause, wahrscheinlich, aber das tröstet niemanden, ne? Nee, absolut nicht. Die wollten heute gewinnen und das ist so ein Spiel, wo man bei beiden Mannschaften sagen kann, Mensch, schaut doch mal hin, da ist doch mehr drin Tor gegen diesen Gegner. Der zeigt doch jetzt Schwäche. Und jetzt hat er es, der Lars Becker. Endlich hat er es. 88. Minute, die Gastgeber gehen in Führung mit 1:0. Das ist nicht unbedingt verdient, das ist ein bisschen glücklich. Aber das Tor, das war klasse. Reingespielt, der Ball in den Strafraum. Geraldo Becker kann die Kugel behaupten, steckt sie durch zu Kevin Behrens. Der geht noch fast einen Schritt vom Tor weg und schießt den Ball dann aus der Drehung, aus 3-4 Metern. Spitzer Winkel, linke Seite, oben in den Giebel. 1:0 für den ersten FC Union eingewechselt. Der Mann aus Sandhausen, Kevin Behrens, macht in der 88. Minute das 1:0. Keine Chance für Ortega. Klasse Ballbehauptung von Becker. Und dann macht der Behrens das richtig klasse mit dem langen Ball. Ortega nimmt noch die Arme hoch, kann die Kugel, die aus wenigen Metern Entfernung mit Wumms kommt, aber nicht mehr abwehren. Union führt mit 1:0 und das Ganze ist glücklich. Thomas Kunze, glücklich ist gar nichts bei RB gegen Hertha. Ja doch, Leipzig, ganzes Stadion hat sich den Frust von der Seele gearbeitet, an der bedauernswerten Hertha ausgelassen. Spiel ist vorbei, 6:0 die Wiederauferstehung unter Jesse Marsch ist geglückt und damit glänzt der Vizemeister erstmal wieder. Dirk Schmidt in Frankfurt macht weiter. Die Frankfurter kommen über die rechte Seite, wird abgewehrt und es gibt noch mal einen Eckstoß von rechts. Ich sagte vorhin gerade eben, dass beide Mannschaften eigentlich im Moment einen verwundbaren Gegner haben. Aber keiner nimmt sich ein Herz und sticht wirklich zu. Und jetzt gibt es von der rechten Seite einen Eckstoß für die Frankfurter. Vielleicht machen sie ja noch einmal was draus. Von rechts, der Ball kommt mit dem linken Fuß knapp vors Tor. Abgewehrt, nicht weit genug. Da ist es noch einmal Jakic, den Ball sehr, sehr hoch gestellt. Das ist überhaupt nichts. Es bleibt beim 1:1 und weiter nach Leverkusen. Zu Marc Eschweiler. Da wäre gerade fast die Entscheidung gefallen. Paulinho, der eingewechselte Brasilianer. Wunderschöner Steckpass an den Elfmeterpunkt. Und dann steht Paulinho frei vor Zentner. Aber auch großartig der Mainzer Keeper heute Nachmittag aufgelegt. Macht sich breit im Stile eines Handballtorhüters und verhindert das 0:2. Eine Minute noch zu gehen in der Nachspielzeit. Und die Mainzer werden diesem Kopfball von Ingwarzen hinterher trauern. Das war alles richtig. Die Flanke passte. Das Timing beim Kopfball passte. Aber es steht mit Radetzky ein super Torhüter in Leverkusens Kasten. Und deswegen hält er hier die 3 Punkte wahrscheinlich fest. Und dann sind Radetzky und vor allem Flo Wirtz mit seinem 10. Bundesligator als 18-Jähriger. Er hat Lukas Podolski abgelöst als jüngster Bundesliga-Torschütze, der 10-mal traf. Das sind dann die Matchwinner. Einwurf nochmal für die Mainzer. Im eigenen Strafraum ist der Ball. Einen haben sie vielleicht nochmal. Einmal hoch nach vorne. 10 Sekunden noch zu gehen hier. 1:0 die knappe Führung. Kopfballabwehr der Leverkusener. Nochmal die Mainzer in der Rechtsaußenposition. Eine Flanke vielleicht noch, wenn sie es schnell machen. Achtung, Backer dazwischen, der Verteidiger der Leverkusener. Und das müsste doch dann jetzt eigentlich die letzte Aktion gewesen sein. Nochmal die Mainzer mit dem Ballgewinn. Lee mit der Flanke rein in den Strafraum. Jonathan Tah mit der Kopfballabwehr. Und die Leverkusener haben den Ball am eigenen Strafraum. Und jetzt gibt es nochmal Einwurf. Also es geht dann hier doch noch ein bisschen länger, Julia. Ab zu Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ja, und da hat zum wiederholten Male Sebastian Hoeneß geprüft, ob seine Uhr noch richtig geht. 3:1 weiter die Führung der Hoffenheimer. Es sind noch 22 Sekunden, die wir hier wahrscheinlich erleben werden. Und man hört es im Hintergrund, die 8.523 Fans haben Fangesänge, Jubelgesänge angestimmt. Das gab es schon lange nicht mehr. 15.000 hätten dabei sein dürfen. Die anderen werden sich vielleicht ärgern, aber werden vielleicht das nächste Mal kommen. Wolfsburg kommt noch mal über die linke Seite. Wolfsburg wird heute die erste Niederlage kassieren, aber Wolfsburg tut zu wenig in der zweiten Halbzeit. Jetzt nochmal der Lupfer in den Strafraum. Sie suchen Wout Weghorst. Den hat Hoffenheim heute kaltgestellt. Und vielleicht war das der Schlüssel zum sehr wahrscheinlichen Sieg. Und der Sieg für Bielefeld, der wird zuckersüß sein bei Lars Becker in Berlin.
Chance für Bielefeld hier doch noch zum Ausgleich zu kommen. Eine Kontergelegenheit. Erstaunlich, dass die Unioner bei einer 1-0-Führung sich in den Konter locken lassen. Die Nachspielzeit läuft. 3 Minuten angezeigt. 1,5 sind rum. Der Treffer aus der 88. Minute. Kevin Behrens, erstes Bundesligator für den Mann, der aus der zweiten Liga gekommen ist. Und kurz darauf die nächste Gelegenheit. Voller Selbstbewusstsein. Aus 20 Metern abgezogen. Rums an die Oberkante der Latte. 1-0 für Union. Bleiben wir bei der Ecke. Die kommt jetzt von der rechten Seite. Lute bleibt auf der Linie. Kopfballgelegenheit für die Bielefelder. Nachschusschance für den eingewechselten Florian Krüger. Vorbei an der Kugel, bleibt hier beim 1-0. Weiter nach Leverkusen. Marc, da müsste Schluss sein. Jawohl, hier ist Schluss. Hier klatschen sich beide Mannschaften ab. Die Mainzer haben ein klasse Auswärtsspiel gemacht. Am Ende war Leverkusen aber einfach die bessere, abgezocktere Mannschaft. Leverkusen gewinnt 1-0, klettert in der Blitztabelle auf Platz 2. Ab zu Frankfurt gegen Köln und Dirk Schmidt. Wo gerade angezeigt wird, dass 3 Minuten noch nachgespielt werden. Der FC über die rechte Seite kommt. Der 1-1 ist der Spielstand zwischen der Frankfurter Eintracht und dem 1. FC Köln. Jetzt gibt es Freistoß für die Eintracht in der eigenen Hälfte. Also da wird nichts Wesentliches draus passieren. Deswegen noch einmal nach Berlin zu Lars Becker. 1-0, weiter die Führung, der Ball im Besitz von Andreas Lute, das ist der Keeper des 1. FC Union. Und das macht er in dieser Szene selbstverständlich. Er lässt sich Zeit, lässt den Ball noch ein-, zweimal auftropfen, gibt mit der Hand das Kommando, raus mit euch, ich werde den Ball lang schlagen, macht er in dieser Situation fast bis zum Strafraum der Bielefelder. Da gibt es ein Kopfballduell, jetzt im Mittelfeld, keine Unterbrechung des Schiedsrichters. Bielefeld kommt nochmal, ist aber noch in der eigenen Hälfte, wird sofort bekämpft, wird angegangen von den Unionern. Ball weiterhin in der ungefährlichen Szene und in gefährlichen Sphäre für den 1. FC Union. Und jetzt ist Schluss. Marco Fritz hat abgepfiffen. Der 1. FC Union gewinnt glücklich. Bittere Niederlage für Arminia Bielefeld. Das Team von Frank Kramer bleibt ohne Sieg und Union zum 20. Mal zu Hause ungeschlagen. In den Hoffenheim müsste die Partie, die ja längst entschieden war, auch zu Ende sein. Julian. Hier ist Schluss, hier gibt es strahlende Hoffenheimer und frustrierte Wolfsburger. Hoffenheim gewinnt mit 3-1 gegen Wolfsburg. Und die Partie, die noch läuft und in der es noch spannend ist, die gibt es bei Dirk Schmidt, Frankfurt gegen Köln. Und da kommen die Frankfurter über die rechte Seite, wollte ich gerade sagen, mit Da Costa. Aber dann gibt es Freistoß, denn der wurde da abgedrängt. Und es gibt in der Rechtsaußenposition, na, sagen wir mal 20 Meter vor dem Tor, aber ganz fast draußen an der Außenlinie, Freistoß für die Frankfurter Eintracht. Und das Ganze 1 Minute vor Ablauf der Nachspielzeit. 3 Minuten wurden angezeigt. Es steht 1-1, also keine Tore mehr in dieser zweiten Hälfte gefallen. Alle Frankfurter sind jetzt am Strafraum, beziehungsweise in der Nähe des Strafraums. Nur Kevin Trapp, der Frankfurter Torhüter, noch in der eigenen Hälfte. Auch Glasner, der Trainer der Frankfurter, der sonst eigentlich eher zurückhaltend ist, hüpft da jetzt wie die Hupfdohle auf der Außenbahn rum, geht jetzt noch mal zum Freistoßschützen. Ich weiß nicht, was er ihm da sagt. Hat seine Coachingzone mindestens um 30 Meter verlassen und der Schiedsrichter ist damit auch nicht ganz einverstanden. Weiß nicht, was er da jetzt macht. Er muss mit beiden Trainern reden, denn die Coachingzonen gelten auf beiden Seiten nicht. Jetzt gibt es eine gelbe Karte, so wie mir scheint, für den Trainer, für den Kölner Trainer allerdings. Für Baumgart. Was macht der Schiedsrichter? Gelbe Karte für den Trainer, der da wild gestikuliert und vom Schiedsrichter eindeutig gesagt bekommt, wenn es jetzt hier keine Ruhe gibt, dann gehst du eben raus. Jetzt also Freistoß für die Frankfurter von der rechten Außenposition. Kostic ist auf die rechte Seite gegangen, um diesen Ball reinzugeben und das kann er ja. Das wissen wir alle. Noch ist der Ball nicht frei. Noch ist der Schiedsrichter sich dabei zu orientieren, weil er eben weit weg war draußen bei den Trainern. Jetzt pfeift er und jetzt ist der Ball frei. Kostic stellt den Ball an den 5 Meter Raum, zu kurz abgewehrt. Dann versucht Hinteregger sich mit einem Seitfallzieher. Gelingt nicht und die Kölner können aus der eigenen Abwehr den Ball nach vorne schlagen. Und dann geht es zurück zu Torhüter Kevin Trapp bei den Frankfurtern, der den Ball vom Boden jetzt weit in die Hälfte des 1. FC Köln schlägt. Hinaus auf die linke Seite auf Chandler. Timothy Chandler hat aber nicht recht den Ball verwerten können. Und die Kölner haben ihn jetzt, müssen jetzt über Schiri das Spiel aufbauen. Machen das auch mit dem rechten Außen. Es gibt der Ball schön in die Spitze, dann in die Rechtsaußenposition. Es müsste der Ball in die Mitte kommen. Die Kölner haben viel, viel Platz. Kommt zurück. Angenommen, aber nicht gut verwertet in dieser Situation von Utt. Da kann man viel, viel mehr draus machen. Der hatte richtig viel Platz. Und jetzt aber ist das Spiel zu Ende. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Endstand 1-1. Und das war die Bundesliga-Konferenz.